Moin Leute, heute steht mal wieder ein neues Tutorial an und was lässt sich sagen? Ölwechsel, neues Video, viel Theorie, aber auch ein bisschen Praxis. Hinten laufen schon die Maschinen warm, gib ihm! Beginnen wir erstmal mit dem theoretischen Part. Aber wenn ihr keinen Bock darauf habt, da macht sich gerade Clemens Maschine laut, dann klickt doch einfach mal kurz hier und dann springen wir direkt zum praktischen Part für euch. Alle anderen, ihr könnt jetzt gern ranbleiben, wenn es losgeht. Zunächst einmal, wozu dient das Motoröl wirklich denn auch im Zylinder? Das ist relativ einfach. Zunächst einmal bietet das Öl einfach nur einen Ölfilm zwischen der Zylinderwand und dem Kolben, um zu verhindern, dass der Kolben die Zylinderwand aufscheuert und der Motor kaputt geht. Also ist praktisch eine Art Schutz. Und deshalb ist es wichtig, auch immer mal wieder nach dem Öl zu gucken, um einfach die Gefahr eines Motorschadens zu verringern. Was passiert denn jetzt aber, wenn ich zu wenig oder zu viel Öl in die Ölwanne kippe bzw. ins Motorrad schütte? Ja, das kann fatale Folgen haben. In beiden Fällen ist die schlimmste Folge eigentlich auch der Motorschaden. Denn wenn man zu wenig Öl in die Ölwanne kippt, kommt es dazu, dass der Ölfilm nicht komplett die Zylinderwand bedeckt, also abreißt und damit der Schutz des Ölfilms nicht mehr gegeben ist und was eigentlich verhindert werden soll, nämlich dass der Kolben die Zylinderwand aufreibt, passiert leider doch. Und wenn man jetzt zu viel Öl in die Ölwanne gekippt hat, ist das auch nicht so schön. Weil Öl ist eine Flüssigkeit, also mit der Menge steigt der Pegel in der Wanne. Und die Wanne ist nach oben hin nicht geschlossen. Das heißt, dass dann die Kurbelwellenbacke, ich weiß jetzt nicht, wer von euch alles schon mal so eine Kurbelwellenbacke gesehen hat, der Clemens blendet euch garantiert ein Foto von so einer Backe hier mal ein, schlägt dann das Öl schaumig. Was auch wiederum nicht gut ist, weil dadurch kein Ölfilm zustande kommt. Und im schlimmsten Fall kann auch hier wieder der Motorschaden lauern. Aber welches Öl sollte man jetzt benutzen? Ich meine, davon gibt es so ganz viele verschiedene. Beispielsweise hier 15W40 HD. Was bedeutet das eigentlich? Das ist ganz einfach. Ich zeige es euch einfach mal, wie es bei mir im Handbuch steht. Ich hoffe, das kann man jetzt im Video gut erkennen. Wie man hier sehen kann, ist halt so eine kleine Tabelle eingerichtet, die erstmal zeigt, was eigentlich diese ganzen Ziffern bedeuten. Also 10W, 20W, 20, 30 und 40. Eben was die geringsten Temperaturen sind. Also sagt praktisch dieses 10W40, ab was für Temperaturen man das Öl optimal benutzen kann, beziehungsweise in welchem Temperaturspektrum das Öl optimal arbeitet. Unser 15W40, was wir gerade gezeigt haben, ist beispielsweise hier und bedeutet, dass man ja das ungefähr von minus 5 bis über 40 Grad gut fahren kann und dementsprechend ein relativ sauberes Öl ist. Beziehungsweise, ja, was heißt sauber, beziehungsweise ein gutes Öl ist. Aber wenn der deutsche Winter mal wieder ein bisschen härter zuschlägt und man auch bei kälteren Temperaturen fahren muss, was man sich natürlich nicht wünscht, ist das 15W40 wieder vielleicht das falsche Öl der Wahl. Da wäre beispielsweise ein 10W40 besser, weil es schon bei minus 10 Grad gute Ergebnisse erzielt. Also muss man sich das Öl je nachdem aussuchen, bei welchen Temperaturen man so fährt. Leider ist nicht jeder von uns 125 CCM-Fahrern so privilegiert und hat hier ein Schauglas für die Ölwanne. Das sieht dann nämlich so aus, dass hier einfach ein rundes Glas ist, wo man den Ölstand gucken kann, genauso wie oben bei der Bremsflüssigkeit und dementsprechend sehr einfach ablesen kann, wann man Öl nachkippen kann, beziehungsweise muss. Und ich setze mich jetzt erstmal ein bisschen entspannter hin. Aber wie macht man das jetzt, wenn man nicht so ein Schauglas hat? Kein Problem, im Handbuch steht auch, wo man bei seinem eigenen Bike den Ölmessstab findet. Das ist ähnlich wie beim Auto, einfach so ein Messstab, der in die Ölwanne praktisch reinkommt. Nur ist der lange nicht so lang. Bei Clemens und meinem Bike ist er eben rechts am Motorblock angebracht. Und das sieht dann so aus. Dann nimmt man sich erstmal so ein Stück Zewa und dreht den da raus. Achtung, der Motorblock ist heiß, weil man die Bikes vorher warm laufen lassen muss, damit man das Öl besser überprüfen kann. Also wirklich Öl am besten immer bei warmer Temperatur bzw. bei heiß gelaufenem Motor überprüfen. So, dann zieht man den Stab raus und macht den erstmal sauber mit so einem Stück Zewa. Und wie man hier schon sehen kann, ist eben irgendwo auf dem Stab eine Skala bzw. etwas, was zeigt, in welchem Bereich sich das Öl ungefähr befinden muss. Dann steckt man den Stab nur drauf. Man dreht ihn nicht wieder rein ins Gewinde, zieht ihn raus und guckt, wie viel Öl noch drin ist. Und aha, der Clemens ist wirklich an der unteren Kante, der braucht dringend mal wieder Öl. Wir wissen jetzt also, da gehört noch ein bisschen Öl rein. Wie kippen wir es ein? Relativ einfach. Erstmal legen wir hier den Messstab
auf ein Stückchen Zewa daneben, dass er nicht dreckig wird. Legen ein Stück Zewa unter den Motorblock, damit wir den Boden nicht verseuchen. Am besten vielleicht sogar noch ein zweites. Einfach aus dem Grund, dass es echt nicht wirklich besonders schön ist, den ganzen Boden voller Altöl bzw. Motorenöl zu haben. Und dann kann man es auf zwei Arten eingießen. Einmal freihand und, wenn man eine zissige Hand hat, mit einem Trichter. Jetzt brauche ich auch das Öl. Das stellen wir noch kurz ab. Setzen den Trichter an. Und da wirklich nur relativ wenig, weil, wie gesagt, die Ölwannen von Motorrädern relativ klein sind. Also da reichen ein paar hundert Milliliter schon lange aus. Dann hält man den Trichter fest. Und gerade bei noch vollen Flaschen Öl ist es gut, das nicht so zu kippen, sondern seitlich. Und jetzt kann man auch immer mal wieder gucken, okay, wie viel Öl ist denn jetzt drinne? Wie viel braucht man? Weil man nie direkt beim ersten Mal den perfekten Wert bzw. das Optimum rausholen wird. Und jetzt ist schon einiges mehr drin. Ich würde sagen, 3/4 reichen auch erstmal und das war's jetzt. Dann kann man sich hier das noch wegmachen, damit das Öl nicht im Gewinde ist. Und dann schraubt man einfach den Ölstab wieder drauf. Wie fest man ihn zuschraubt, ist halt eigenes Ermessen. Auf jeden Fall so, dass er nicht einfach fest ist, sondern dass man schon Widerstand im Gewinde spürt. Aber nicht zu fest, so dass man ihn nicht wieder lose bekommt. Und das war's eigentlich schon. Hi und herzlich willkommen auf der Endcard. Da oben kommt jetzt zu unserem letzten Tutorial, darunter geht es zu unserer letzten Streckenvorstellung. Da unten könnt ihr uns abonnieren und auf Facebook auschecken. Unter mir steht, wann das nächste Video kommt und ich sage ciao und bis die Tage.